Heute gehen Amy und Lucy Eislaufen, und zwar in der Eissporthalle Frankfurt. Wo die Frankfurter Eishockeylöwen spielen und trainieren, kann man auf über 9000 Quadratmeter Eis laufen. Für Lucy haben wir ein paar Schlittschuhe geliehen. Die gibt's schon ab Schuhgröße 23 und kosten je nach Saison 3,50 Euro bis 4,50 Euro. Weil es das erste Mal ist, haben wir zudem einen Pinguin geholt, mit dem man leichter Eislaufen lernen kann. Der kostet 2 Euro Leihgebühr pro Stunde. Zum Laufen hat man 4 Hallen zur Auswahl. Die große Eissporthalle, die kleinere Curlinghalle, eine Außenbahn, die abends auch beleuchtet wird, und eine überdachte Eisfläche, hier im Hintergrund zu sehen. Da waren gerade die Eiskunstläufer beim Training. Öffnungszeiten und Preise orientieren sich an 4 Saisons. Einmal die Vor- und Nachsaison sowie Zwischen- und Hauptsaison. Die Öffnungszeiten sind besonders in der Haupt- und Zwischensaison sehr gut. Da ist die Halle von 9 Uhr bis 22.30 Uhr durchgängig geöffnet. Bei den Eintrittspreisen zahlen Kinder unter 6 Jahren nichts. Bis einschließlich 17 Jahre zahlen sie 4 bis 5 Euro. Erwachsene zahlen 5 bis 7 Euro. Guniex-Check. Die große Anzahl an Eislaufbahnen sorgt für einen super Eislauftag. Selbst wenn das Eis gemacht wird oder ein Training stattfindet, einen Platz zum Eislaufen gibt es immer. Man kann sich zudem ein Picknick einpacken und neben der Eislaufbahn oder auf den Sitzplätzen in der Halle ein wenig ausruhen. Ein Imbiss ist natürlich auch vorhanden. Informationen zu Saisons, Öffnungszeiten und so weiter findet ihr auf www.eissporthalle-ffm.de. Du willst noch mehr Laguniex sehen, dann klick hier. Und nicht vergessen, like. Kein Schnee. Das wollen wir heute ändern. Wir machen Schnee, und zwar für drinnen. Yay. Ho, ho, ho.